Mit der Schlussführung, mit dem heutigen Abend, geht das Schuljahr 23-24 von der Weg, ein Brückenangebot, am einzigen im Sarbanserland sind. Und ich habe jetzt Gelegenheit zum Danke sagen, weil wir sind ein privates Brückenangebot und wir brauchen Unterstützung. Und ohne Unterstützung könnten wir das gar nicht so durchführen. Darum ist mir ein echtes Anliegen, Danke zu sagen. Ich habe einen Traum, dass ihr Freundinnen und Freunde habt oder findet, die euch unterstützen, die hinter euch stehen, die auch mal vor euch stehen, um euch zu schützen. Aber Freundschaft pflegen ist immer ein Geben und ein Nehmen. Man kann nicht einseitig nur nehmen, sondern muss immer auch gehen. Und dann, glaube ich, hilft das euch, wenn ihr gute Freundinnen und Freunde habt. Selbstverständlich freue ich mich auch, dass ihr Partnerinnen und Partner findet, wo ihr euren Lebensweg könnt, miteinander zu gehen. Ich habe einen Traum, dass ihr die Unterstützung von euren Familien behalten könnt, dass ihr die habt, dass ihr immer heimgehen könnt, daheim eure Wurzeln findet und dass euch eure Familie, eure Freunde auch die nötige Freiheit wollen, die es auch braucht, um eben flügge zu werden und euren nächsten Abschnitt auf den Weg zu machen. Ich habe einen Traum, dass ihr selber eure Träume finden werdet und die auch umsetzt. Lasst euch nicht abbringen. Geht den Weg, den ihr gehen wollt. Macht das, was euch am Herzen ist, was euch Leidenschaft in euch auslöst. Ich habe einen Traum, dass ihr mutig seid, dass ihr frech seid im positiven Sinn, dass ihr etwas wagt. Ich glaube, einige von euch haben das jetzt schon umsetzen können und den anderen wünsche ich, dass ihr euch das in Zukunft umsetzen könnt. Ich träume, dass ihr menschlich bleibt, so wie wir jetzt sind, in der Klassenverbund, dass ihr aufeinander schauen könnt, dass ihr auf andere Menschen schauen könnt, anderen Menschen können helfen. Und dann träume ich ein bisschen egoistisch, dass ihr irgendwann auf das Jahr zurückschaut, euch erinnert und denkt, das ist doch eine gute Erinnerung, das war ein gutes Jahr, das ihr hier gemacht habt. Jetzt aber geht der nächste Schritt. Macht den nächsten Schritt, ihr alle habt das Potenzial, ihr alle sind ganz tolle, junge Damen und Herren, wo viel in euch steckt. Ihr könnt den nächsten Schritt machen und ihr könnt auch alle weiteren Schritte machen. Ich wünsche, dass ihr eure Träume erfüllen könnt und macht es ganz, ganz gut. Danke vielmals. Wir hatten eine intensive Zeit, es waren spannende Wochen, Monate, Jahre. Und das letzte halbe Jahr war speziell intensiv. Du hast jetzt allen ganz herzlich Danke gesagt und wir möchten dir, die Gesamtkommission, Danke sagen und haben dir noch ein Präsent von eins von deinen Hobbys. Kannst du raten, was drin ist? Und mach weiter so. Die Geduld, die der Markus hat, die er am Tag lebt mit den Schülern, die ist unbeschreiblich. Er wird höchst selten laut. Er ist immer leislich. Das habe ich einmal in den letzten über 10 Jahren mit ihm erlebt. Einmal da drin an einer Probe. Aber sonst, er ist einfach geduldig. Und ich habe auch sehr viel profitiert von ihm. Also danke vielmals, Markus. Ja, ist gut. Anfangen wir mit dem Nevio Bieri. Bent Jasmin Bar. Ariel Carvalho da Silva. Julia Küchler. Svenja Engler.
Jerome Gier. Joshua Kohler. Sarah Hassler. Lena Lindner. Kavya Suyantan. Emma Stessel. Heute Damian Rohner und Armando Neier, die haben ebenfalls das absolviert und kommen dann das Zeugnis noch über. Meinst du ganz gell, unterstützt das Angebot der Weg? Warum? Gibt es da bestimmte Gründe oder wie siehst du das? Ja, das Angebot der Weg ist ein unglaublich wertvolles Angebot und eine Herzensangelegenheit für uns. Es ist klar, es gibt kantonale Angebote, die auch so Brückenangebote bieten, aber nie in dieser Individualität, wie es der Weg schafft. Und darum ist es eben uns so wichtig, dass keine Jugendliche und keine Jugendlichen durch die Masche geht und man da genau die kann auffangen und eine Perspektive für die Zukunft bieten. Was machst du jetzt, wenn du Gemeindepräsidentin bist, mit der Region, also das Umfeld, die anderen Gemeinden, die ja auch eigentlich von dem zehren können? Also es würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn die anderen Gemeinden rundherum das mittragen würden. Teilweise tun sie es auch schon mit Beträgen unterstützen. Und da würde ich sicher das Gespräch suchen mit unseren Nachbarn, dass sie da auch den Mehrwert sehen und entsprechend Unterstützung werden sprechen in Zukunft. Auch die Altgemeinschaft unterstützt den Weg. Also warum das, Jörg? Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Also, wir sind natürlich regional tätig für das Sarganserland, aber auch für die Umgebung des Sarganserlands. Es ist unser grosses Anliegen, dass es heute und weiterhin den Weg gibt, als einmaliges Angebot. Wir haben das heute bei dieser Schlussfeier gesehen, wie die Jungen sich engagieren, wie sie mit Freude reingehen. Ich bin immer der festen Überzeugung, gibt den Jungen eine Chance. Das ist die beste Jugend, die wir je hatten, kannst du sicher sein. Zählen. Also, das 10. Schuljahr war im Fall super. Jeder, der sagt, dass es nicht gut ist, die Personen lügen, weil ich bin am Ende der Oberstufe dort war. Und jeder hat mir gesagt, das 10. Schuljahr ist scheiße. Stimmt nicht. Beste Entscheidung von meinem Leben war. Jetzt gehe ich an die WMS. Mein Ego ist hier oben. Man sieht es nicht mal. Niemand kann mich anbringen. Und nur etwas, ihr seid der Main Character in eurem Leben. Lasst euch nichts anderes sagen. Also, der Weg hat dir den Weg gewiesen, in dem Fall? Der Weg, best Weg, den man nehmen kann. Und du? Wir sind hier am Abschluss und wir haben es alle gesagt. Wir sind die Besten ohne Galerie. Wir sind die beste Klasse, die jemals, jemals, und Gott ist mein Testament, jemals, die da war. Ja. Wir sind einfach, wir sind alle stolz auf uns. Genau.
Die anderen lachen sich hier schon tot, aber wir... Ja. Und du machst noch eine Reiseleiterin im Europapark, oder was? Nein, tatsächlich nicht. Ich mache Fachfrau Gesundheit bei der LAK in Liechtenstein. Dann viel Erfolg euch zwei. Danke. Ja. Kann ich noch etwas sagen? Ja. Big Ups für zwei Leute. Credits muss ich noch geben. Bir Bitz Zergans, Frau Esther. Ich weiß nicht, wie, ich weiß nur, dass die Frau Esther heißt. Die Frau hat mir den Weg angezeigt. Wegen dem bin ich da. Also Esther, danke vielmals. Und die zweite Person ist der Markus Roth. Der war gefühlt mein Therapeut, hat mir jede Heulsaison mitgekriegt, hat mir Tipps gegeben, Liebestipps, Schultipps, Lebentipps. Danke vielmals für das, Markus. Du bist ein super Mensch. Ich mag dich, ich liebe dich. Küss dein Herz. Hoffnung gegeben, das ist halt dein Metier. Jetzt die Frau vorher gesagt, du hast ihr geholfen. Also, wie hast du das genau gemacht? Wie wollen wir es machen? Das war völlig hoffnungslos. Was hast du gemacht? Hoffnungslos ist es nicht, aber man muss Selbstvertrauen geben, man muss Hoffnung geben, man muss an sie glauben und man muss sie auch pushen. Man muss sagen, jetzt machst du das, jetzt probierst du das, du schaffst das und dann geht's. Und das zeigen viele Beispiele, nicht nur ihres. Also Beziehung, gell, zu den Jugendlichen, das ist etwas Wichtiges, da und so. Das ist da und so. Und wir arbeiten natürlich mit dem Bezugspersonensystem. Das heisst, jede Schülerin, jeder Schüler hat eine Bezugsperson. Und da das Vertrauen aufzubauen, das ist wirklich entscheidend, ja. Und das ist etwa mal etwas, was ich mir als Schulpräsident würde wünschen, dass man etwa mal vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen setzt in die Schüler, dass man die Schülerinnen und Schüler mehr Präsenz nimmt, vielleicht weniger Controlling macht. Da tun wir uns manchmal noch schwer, gell? Ja, man muss eben das Vertrauen geben, man muss an sie glauben und man muss sie machen lassen. Ja. Und wenn sie Fehler machen, dann machen sie Fehler. Dann tut man das miteinander anschauen, geht weiter, das nächste Mal machen sie es nicht mehr. Das ist ein Angebot in unserem ganzen Privatsangebot, gell? Vorher hatten wir schon andere Angebote gehabt, die du auch geschafft hast. Die sind dann vom Kanton übernommen worden, entsprechend nicht ganz gleich weitergeführt. Und jetzt haben wir ja gehört, was das wirklich für einen grossen Erfolg ist. Du machst weiter. Wir machen weiter, ja. Wir haben bereits Schülerinnen und Schüler für das neue Schuljahr. Wir möchten den Weg weitergehen im Roderhaus, weil wir sind ja das einzige Sarganserländer Brückenangebot. Das möchten wir auch bleiben. Du arbeitest bei der Landesverwaltung und hast Praktikantin gekauft. Und der Weg, wie hast du es erlebt? Genau, habe ich gehabt. Zara habe ich bei mir gehabt. Wie hast du es erlebt so? Ja, Zara ist ganz ein spezielles Weibli. Sie ist sehr, sehr schüchtern, aber wenn man ihr eine Aufgabe gegeben hat, dann hat sie das voll gestaltet. Und sie ist so kreativ und sie hat eine ganz tolle Idee gebracht. Das habe ich wirklich ganz toll gefunden. Ist das so schwierig, ich bin in der Landesverwaltung, um die Jugendlichen so ein Präsenz zu kriegen, um ihnen das Vertrauen zu geben, um ihnen Motivation zu geben? Nein, ich glaube, es war ja in der Landesbibliothek eingesetzt und es ist auch jetzt ja das, was sie sehr interessiert hat. Sie liest sehr gerne und ich glaube, das ist auch das, was ihr wirklich Freude gemacht hat. Und dann war sie gut betreut gewesen, natürlich auch von einer Lernenden, die selbst die Ausbildung macht, so Information und Dokumentation Fachfrau. Das hat ihr schon gefallen. Das liegt in dem Fall auch ein bisschen an dir und an denen, die sie eben betreuen, die ihnen eine Chance geben, oder? Ja, weil Zara beginnt nachher bei uns kaufmännische Ausbildung in der Liechtensteinischen Landesverwaltung. Hoppla! Ja. Nachdem es ja natürlich Säufer nicht mehr gibt, oder? Und so weiter. Ja. Und die Chancen, die geben dir. Ja, auf alle Fälle. Du hast ein Praktikum gehabt, gell? Genau, ich hatte die Jasmin im Praktikum gehabt und ich habe das Gefühl, sie hat sich in der Zeit, wo sie bei mir war, recht gut können entfalten. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass sie extrem gut in der Kinderbetreuung ist und das hat ihr mega Spass gemacht. Und ja, es ist schön zu beobachten, wie die Jugendlichen, ja, wie sie sich halt so weiterentwickeln können. Und das ist ja schön, um das Gefühl zu haben, man hätte noch können, wie eine Hoffnung geben, gell, einen Weg weisen. Das ist sicher etwas Schönes, dass man so einem Jugendlichen eine Chance geben kann, nicht? Genau, und ich finde es mega wichtig und ich denke, es braucht manchmal vielleicht einfach ein bisschen Geduld und ein bisschen Wohlwollen gegenüber den Jugendlichen und dann, denke ich mal, haben die meisten nämlich ein grosses Potenzial.